Die Lichtgeschwindigkeit von heute ist das Maß unzähliger industrieller Prozesse. Das Bearbeiten von Materialien mit Lasern wird effizienter und präziser. Vor allem Ultrakurzpulslaser sind gefragt wie nie. Kontinuierlichen Laser, die haben sozusagen einen Peakwert erreicht, was die Marktdurchdringung angeht. Bei den Ultrakurzpulslasern sehen wir sozusagen noch so eine Ramp-up-Phase, wo der Markt sehr, sehr stark wächst, wo wir sehr gute Chancen sehen, dass sich der Ultrakurzpulslaser etablieren und ganz neue Möglichkeiten schaffen, auch mit sehr hoher Wirtschaftlichkeit. Ob in der Medizin-, Umwelt- und Klimaforschung oder der industriellen Makromaterialbearbeitung. Leistungssteigerungen pushen UKP-Laser auf ein neues Level. Sie sind der Schlüssel zu völlig neuen Anwendungsspektren. Den Grundstein legte Gérard Moureau mit seinen Forschungen. Für die Industrie gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Für die Gesellschaft zum Beispiel denke ich an Krebstherapien, Protonentherapie, Transmutation von Atommüll oder auch das Säubern der Luft von Feinstaub. Das sind nur drei Beispiele für sehr große Anwendungen, bedeutende Anwendungen für das Überleben unserer Gesellschaft. Besonders im Fokus auf der Laser World of Photonics, welche Leistungen können UKP-Laser in Zukunft erreichen? Das Fraunhofer Cluster of Excellence Advanced Photon Sources präsentiert eine nichtlineare Multipass-Zelle. Wir haben das Verfahren bisher bis zu Leistungen von ungefähr 500 Watt demonstriert. Dabei in einem sehr flexiblen Pulsenergiebereich, also von wenigen Mikrojoule bis in den Millijoule-Bereich. Und sehen da noch keine grundlegende Limitierung bei der Leistungsskalierung. Also wir arbeiten an der weiteren Skalierung bis in den Kilowatt- und Multikilowatt-Bereich. Mit dem Modul ist der erste Schritt einer Vision mittlerer Leistungen im 10 kW-Bereich getan. In Zukunft sollen so auch große Flächen bearbeitet werden können. ScanLab setzt den UKP-Laser erstmals dreidimensional ein. Mit den 3D-Laserköpfen können gewellte und andere Objekte besser verarbeitet werden. Bei den neuen Applikationen hat das Unternehmen vor allem eine große Hürde gemeistert. Präzision ist das wichtigste Ziel, wenn wir so etwas entwickeln. Wir müssen eine Positionsgenauigkeit von unter 5 Mikrometern sicherstellen. Und das verlangt eine sehr professionelle Produktion und Entwicklung der Systeme. Edgewave präsentiert die derzeit leistungsstärksten Ultrakurzpuls-Lasersysteme für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Für die Herstellung von Druckwalzen hat Edgewave seine PX- und FX-Serien weiterentwickelt. Bei uns neu ist, dass dann Leistungen zu skalieren bis 500 Watt, Mittelleistung, Pulsenergie bis 3 Millijoule und auch dazu kommen auch die Strahlformen, Gauss-Strahlformen, Torped und quadratische Strahlformen. Das ist das, die Kombination ist uns neu. Toptica verhilft der Medizin und Forschung zu völlig neuen Möglichkeiten. Ihr Femtofiber Ultra 920 ist klein und kompakt mit einem passiven kalten Laserkopf. Leicht in bestehende Aufbauten zu integrieren und mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Er hat eine Ausgangsleistung von 1,5 Watt bei einer Wellenlänge von 920 Nanometer und eine relativ oder sehr kurze Impulsdauer von 100 Femtosekunden. Der Laser, ein masse- und berührungsloses Werkzeug. Auf der Laser World of Photonics kann man die Lichtgeschwindigkeit von morgen schon heute erleben.